Ja, Spitzenspiel, Tabellenführer gegen den Verfolger. Ist das was Besonderes, das Spiel? Ich glaube, wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir am 14. Spieltag als Tabellendritter beim Tabellenführer antreten, dann hätten wir das alle gerne genommen. Und insofern ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt was wirklich Besonderes, aber es ist doch eine Herausforderung und eine reizvolle Aufgabe. Die haben jetzt zuletzt verloren in Wiedenbrück. Wir haben gegen Schalke recht souverän, sage ich mal, am Schluss gewonnen. Ist der Zeitpunkt gut? Ach, ich weiß nicht. Also letztendlich ist der Zeitpunkt, man kann es ja sich sowieso nicht raussuchen. Ne? Sicherlich spielt man lieber gegen einen Gegner, wenn man vorher gewonnen hat, weil man dann ein Stück weit mit mehr Selbstvertrauen antritt. Gegner selbst, die hätten in Wiedenbrück auch gewinnen können. Also die hatten Chancen ohne Ende und haben halt die Dinger nicht gemacht und haben hinten welche bekommen. Aber so ist es halt im Fußball. Machst du sie vorne nicht und bist du hinten ein bisschen nachlässig, bekommst du die Tore, dann gehst du halt mit einer Niederlage vom Feld. Was erwartest du im Stadion Nürnberg? Ich erwarte von uns eine leidenschaftliche Leistung. Wir wissen, was wir können. Wir wissen auch, was es ankommt. Wir wissen auch um den Gegner, um die Qualitäten der Viktoria. Und es ist an uns letztendlich, den ihre Qualitäten einzudämmen und unsere zum Tragen zu bringen. Wenn du jetzt auf den Gegner noch ein bisschen weiter eingehst, was erwartest du von dem denn? Wie wird der auftreten? Weil du hast eben schon gesagt, die sind ja eigentlich zum Siegen verdammt. Ja, die haben ja quasi momentan eine kleine Ergebniskrise und sicherlich werden die alles dran setzen, um das wieder in positives Fahrwasser zu bringen. Müssen sie ja im Prinzip auch, weil alles rückt näher heran, alles wird enger. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen noch, da war nur noch die Frage, mit wie viel Punkten Abstand geht denn die Viktoria in die Winterpause. Jetzt ist es auf 3 zusammengeschrumpft und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann wird es noch enger für sie, weil nicht nur von uns jetzt aus betrachtet, auch die anderen Mannschaften, die hinten dran stehen. Und wir wissen alle selbst, ne, das ist nicht so einfach, dann da auch mental damit umzugehen. Nichtsdestotrotz ist die Viktoria Favorit, keine Frage. Aber wir sind sicherlich ein Herausforderer, der durchaus in der Lage ist, da auch was mitzunehmen. Du hattest eben dein Ziel schon formuliert. Ihr habt letzte Saison da keine Schnitte gehabt. Das soll sich ändern. Ja, wir haben ja zweimal relativ gut gespielt gegen die Viktoria, waren aber nicht in der Lage, das in Punkte umzumünzen. Und jetzt ist es einfach an der Zeit zu punkten, wie gegen die ganzen anderen Gegner, die wir dieses Jahr schon hatten, wo wir letztes Jahr keine Schnitte bekommen haben. Personal, beim Training ist alles vorhanden gewesen, aber du hast schon so ein paar Blessuren. Ja, wir haben ein paar Sorgenkinder, aber bis morgen ist ja noch mal ein ganzer Tag Zeit und wir haben diese Woche sehr dosiert trainiert, auch diesbezüglich, damit wir einfach komplett fit in das Spiel reingehen können. Und wir werden heute sehen, beziehungsweise morgen, ob es dann auch bei allen reicht, aber ich gehe mal davon aus. Ein Heimspiel in Köln, ich glaube, da können wir von ausgehen, ne? Ja, ist ja schön. Ja, ist schön, weil die Fans sind natürlich total wichtig, 12. Mann, wo die Spieler auch über schwierige Phasen hinwegtragen können. Und es wird morgen so ein Spiel sein, da wird nicht alles gelingen, da kann man nicht von ausgehen, aber man muss einfach dann alles dran setzen, und damit die nächste Situation für einen gelingt. Und da sind die Fans mitunter ganz wichtig, um da dann auch wieder die Mannschaft dran zu führen. Das Wetter wird morgen wahrscheinlich gut sein. Ist das ein Vorteil oder hättest du lieber so eine Schlammschlacht? Och, das Wetter, die Böden sind sowieso tief. Es ist egal, ob es jetzt 20 Grad hat, die trocknen ja nicht mehr sauber ab. Also von dem her, es wird ein tiefer Boden sein, aber das sind wir gewohnt. Unser Stadion ist auch tief, unser Trainingsplatz ist auch tief. Und wir werden schauen, wie der in was für einem Zustand das der Rasen ist, werden wir morgen sehen. Nach dem Spiel, denke ich mal, wird er nicht mehr so gut aussehen wie davor. Okay. Eine hitzige Partie war eben noch angesprochen. Denkst du, dass da mehr Gift drin sein wird? Bringt das die Tabellensituation schon mit sich? Nee, glaube ich nicht. Es wird sicherlich eine intensive Partie werden, keine Frage, aber hitzig sehe ich nicht, weil war auch in der Vergangenheit nicht hitzig jetzt letztendlich die letzten zwei Spiele. Die waren intensiv, aber nicht hitzig. Danke. So.